Kuckuck, ihr Lieben. Jo, hier bin ich mal wieder mit einem Action-Haul seit längerem. Ne? Der ist ja schon ein bisschen her. Ne? Ich gehe jetzt nicht mehr so oft dahin. Jo, ich habe mir vorgenommen, immer so Mitte des Monats oder Ende des Monats zu gehen. Ja, in der Hoffnung, dass dann mehr im Sortiment ist. Also, dass halt mehr da ist. Und ja, ich habe ein bisschen was bekommen. Einiges habe ich nicht bekommen, so ist das ja immer. Ja, zum Beispiel habe ich... Ja, ich wollte eigentlich noch diesen Ballonstanzer haben. Es gibt so einen Ballonstanzer, den fand ich eigentlich ganz niedlich. Der war aber leider nicht da. Und diese tollen neuen Umschläge gab es nicht, wo es ja auch schwarze von gibt. Die waren leider auch nicht da. Aber dafür habe ich anderes bekommen, was ich noch nicht gesehen habe. Und zwar einmal hier solche Schleifen. Boah, da gab es ganz viele verschiedene Farben von. Und ich habe jetzt, ja, ich habe jetzt natürlich nicht alle mitgenommen. Ja, ich habe hier einmal diese Variante genommen, natürlich in Rot. Dann haben wir so Schleifchen und noch so ein Satinband. Noch so eins hier. Zweimal 100 cm. Ja. Finde ich eigentlich ganz niedlich. Ich glaube, sowas ähnliches gab es schon mal im Action, aber so, die waren jetzt halt neu bei uns. Dann in diese Farbe. In dieser Farbe. So. Das fand ich auch sehr schön. Das hier hat mir auch sehr gut gefallen. Dieses. Wieder rot. Es gibt diesmal mal schön was in meinen Farben. Finde ich sehr toll. Obwohl, ist das jetzt rosa oder weiß da drauf? Das kann ich gerade irgendwie nicht richtig erkennen. Ich schätze mal, es ist weiß. Hab ich noch diese hier. So ein dunkelgrau, würde ich sagen. Ist so ein Grau. Und diese hier. Da ist das Band hier mal. Okay, hier haben wir so eins. Da ist so eins. Da wieder sowas. Okay, und dann gibt es dann auch mal so ein Band. Schön. Ja, cool. Da gab es auf jeden Fall noch andere Farben. Ich glaube, ich habe Orange gesehen. Ich habe Grün gesehen. Ich glaube, Pink. Aber ich konnte jetzt echt nicht alle mitnehmen, ne? Das wäre ein bisschen, ja, wäre zu viel gewesen. Ich wollte ja noch andere Sachen haben. Dann habe ich neu entdeckt so Metallsticker. Da habe ich mir direkt 3 Stück von mitgenommen. So kleine süße Metallsticker und so Herzchen. Gab es auch noch, ich glaube, in Rund. Dann in so einer Form, ihr kennt ja bestimmt diese Nietenbänder, diese Pyramidennieten oder wie die heißen. Ich glaube, so eine Form gab es noch. Und noch irgendwie was anderes. Ich weiß es gar nicht mehr, aber die haben mir jetzt eigentlich am besten gefallen. Die habe ich dann jo, 3-mal mitgenommen. Die waren auch ganz günstig. Ich schau mal kurz, ob ich das finde. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Also die Dekoschleifen 6 Stück. Die kosten wohl 62 Cent. Wo sind sie denn? Da. Sticker. 54 Cent eine Packung. Das ja, finde ich gut.
Also 54 Cent. Ein so ein Bogen. So. Dann habe ich einmal diese Figürchen mitgenommen. Die sind aber nicht für mich. Ich kann damit jetzt eher nichts anfangen. Obwohl ich es sehr hübsch finde. Dann habe ich mir auch mal hier so einen 3D-Stanzblock mitgenommen. Ja, das kennen ja eigentlich schon alle. Ich blätter nochmal ganz schnell hier so. Ne? Ich wollte auch mal ein bisschen sowas Buntes haben. Fand ich ganz süß. Nochmal diese mit. Die mag ich total gerne. Immer wenn mal was da ist, dann nehme ich mal was mit. Diesmal waren leider nicht mehr so viele Bögen da. Ja. Dann habe ich mir einmal Eddings mitgenommen. Ich möchte das auch gerne mal versuchen mit dem Umranden vom Papier. Ja, das mit einem schwarzen Rand machen. Ich finde, das sieht eigentlich oft ganz schön aus. Besonders auch bei so bunten Sachen finde ich, das sieht das irgendwie sehr schön aus. Wollte ich mal ausprobieren. Boah, halt hier einen Nachschub. So. Nachschub. Dann habe ich hier die... Well. Dann habe ich hier die letzten beiden Pakete erwischt. Gefallen mir aber sehr gut. Und nicht besonders das Schwarze und hier das Türkise finde ich ganz schön. Oder Mint, ich habe keine Ahnung. Finde ich auf jeden Fall sehr schön. Die habe ich mir dann geschnappt. Kekse. Diese schönen Täschchen mit. Da gefällt mir die Farbe sehr gut, was es auch immer ist. Also ich weiß nicht, ist das jetzt ein Grau? Nee, schwarz ist es nicht, oder? Wenn ich das jetzt so im Licht halte, wenn ich jetzt hier gucke, sieht das für mich aus wie so ein Dunkelgrau. Ich bin mir nicht sicher. Egal, es ist dunkel, ich fand es schön. Ja, warum nicht? Dann durfte noch einmal diese Bänder hier mit. Dann, ja, ich habe sie bekommen. Ich habe sie bekommen. Diese Skelettblätter. Ich habe sie bekommen. Ich finde die echt cool. Also zumindest schon mal so vom Aussehen her. Ob die gut halten, kleben, wie auch immer, werde ich ja dann sehen. Die Farbe ist irgendwie dunkler als da. Die sind gleich. Das ist dunkler als hier. Keine Ahnung. Ja, die sieht immer so ein bisschen anders aus, der Farbton. Oh, die sind schön aus, so schön dunkel. Ich finde die echt toll. Diese Farben. Ah, okay, die habe ich auch jeweils doppelt geholt. Okay. Jo, das waren die. So. Dann mussten diese nochmal mit, diese Wortsticker. Ist gerade verkehrt rum, okay. Kennt ihr auch alle mittlerweile? Ja.
Egal. Dieser Bogen. Ich wollte eigentlich immer gerne von allen immer mehrere verschiedene Sachen mitnehmen, aber das kannst du ja auch nicht bringen, ne? Also kann man schon, aber dann ist man am Ende sehr arm. Oh. Dann durften diese Sticker mit 3D, ja, Embellishments steht jetzt da, ne? Und für mich halt einfach Sticker. Was ist das denn hier? Oh, egal. Oh, diese Schmetterlinge. Zuerst habe ich die gar nicht gefunden, nur diese ganzen anderen Motive. Und ich wollte wirklich nur hier, ja, hier habe ich nämlich 3 Stück von. Ich wollte nur diese beiden Bögen halt haben. Und da, wo ich gewühlt habe, wo die ja eigentlich drin liegen sollten, da gab es die halt nicht, da lagen die nicht drin. Und dann, als ich woanders rumgewühlt habe, da lagen diese auf einmal irgendwie da rum. Ja, da habe ich mich gefreut. Habe ich die Vögel jetzt gezeigt? Ich weiß es gar nicht. So. Ja, da war wieder alles durcheinander. Mann, 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 was für ein Chaos, ey. So, da duft einmal diese Charms mit. Das ist auch cool hier. Und das. Ja. Das. Oh, und von den Blümchen habe ich mir noch diese hier mitgenommen. Mein Freund hatte mir schon mal welche mitgebracht. Da habe ich aber kein Video zu gemacht, weil ja, war jetzt nicht notwendig, für die paar Teile dann Video zu machen. Jo. Jetzt habe ich auch noch welche in Blau, die hatte ich vorher nicht. Oh, die Teile sind schön hier. Schön. Ich habe immer noch Frosch im Hals. Aber sonst geht es mir mittlerweile wieder ganz gut. Ich habe auch schon angefangen, was fertig zu machen für jemanden. Zu guter Letzt habe ich Blöcke bekommen, aber ich habe nicht alle mitgenommen, weil mir nicht alle gefallen. Und zwar, oh, ich hau hier alles weg. Hilfe. Und zwar einmal diesen, den blauen. Ich habe nämlich festgestellt, dass mir von ein paar Sachen echt so, ja, mir fehlen so ein paar Farben. Keine Ahnung, für die Leute, die es nicht, die Blöcke noch nicht kennen. Da blätter ich mal durch und alle anderen können dann abschalten, denen das nicht interessiert. Ja, ich brauchte mal so ein bisschen so blaue Sachen. Nanü? Klopft gerade einer hier? Hm. Ich meine, ich habe gerade so ein komisches Klopfen gehört. Egal, ich bin nicht da. Ja. Okay, das Motiv kenne ich irgendwie aus einem Teddy-Block. Ist mir schon in einem Video aufgefallen, als eine Dame diesen Block gezeigt hat. Da dachte ich, okay, das hier kenne ich aus einem Teddy-Block. So, kommen wir zu dem letzten Teil. Und zwar durfte dieser hier mit und das auch zweimal, weil ich festgestellt habe, dass ich zu wenig bunte Sachen habe. Ne, je nachdem, was man mal für ein Thema basteln möchte, ist das dann nicht so verkehrt, sowas da zu haben. Wo das hier ist echt, ja, seltsam. Das finde ich jetzt nicht so schön. Aber die anderen Sachen sind okay. Würde ich jetzt für mich selber nicht benutzen, aber wie gesagt, wenn man mal was macht für jemanden. Boah, Hilfe. Oh Gott. Oh, diese Farbe. Was blendet so gerade? Huch.
Ja, ich brauche doch mal ein bisschen was Buntes. Boah, das blendet mich irgendwie, ich weiß auch nicht. Oh, Hilfe! Oh mein Gott! Ist schon heftig. Das ist jetzt, oh, das ist gar nicht meins, sowas, aber gut. Ist ja wie gesagt nicht für mich. Ja, ich bin kein Palmen-Strand-Meer-Typ. Ich bin eher so der Wald-Regen-Schloss-Typ. So. Oh mein Gott. Ja, vergiss das einfach. Ja, so, das war jetzt mein Action-Hall. War wieder sehr voll heute, wie eigentlich immer, wenn ich da drin bin, ist es immer irgendwie voll da drin. Richtig ätzend, ja. Aber gut, muss man halt durch. So, dann war ich noch in anderen Geschäften, aber das zeige ich euch in einem anderen, in einem separaten Video. Ja. Das war mein Action-Einkauf. Ja, und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bye, bye.